So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Trivulus Let's Play. Eine neue Runde Regrowth. Und mit mir dabei der Street Digger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Und der Marcel nicht mehr. Schade. Der hat es vorgesehen, sich zu verkrümeln. Ja. Gut. Oder auch nicht. Ja, nee, der hat, also wir haben jetzt vorhin nochmal geguckt, der hat wahrscheinlich Hardware-Probleme. Entweder Mainboard oder Netzteil oder CPU. Tja, gut. Können sauber. Wir ändern. Nee. So, weiter geht es mit Regrowth. Wir haben Marcel nochmal schnell diese ganzen Quests hier, die ihr gestern bei Klaus gesehen habt, die haben wir Marcel nochmal abschließen lassen. Und ja, jetzt müssen wir ja auch irgendwas mit das ganze Viechzeug machen. Und ja. Zwar müssen wir uns als erstes dafür mal hier was vom Feld stibitzen. Und zwar, ich nehme hier einfach mal so eine Batterie, ist zwei Batterien Essenz-Seeds mit. Weil wir brauchen nämlich Essenz-Seeds. So, und damit die sich wieder weiter verbinden, geben wir dem Ganzen doch mal hier diese alten Crops wieder drauf. Und dann verbinden die sich wieder so nach und nach. Dauert jetzt ein bisschen, aber geht schon. Passt okay. Schon. So, was wir mit denen jetzt allerdings noch einmal machen müssen, ich weiß nicht hundertprozentig, ob wir es müssen, aber ich packe sie mal einmal rein. Einmal analysieren, 10, 10, 10. Übrigens haben wir mittlerweile 52 unterschiedliche Seeds. Das kann man hier dann ja halt schön in diesem... ja, Journal sehen. Man kann übrigens auch in dem Journal, wenn man da so einen Rechtsklick in der Luft macht, dann kann man auch sehen, hier so die einzelnen Tiers halt. Hier so die Blueberry Seeds sind zum Beispiel Tier 4. Und hier steht dann auch halt, wie das Ganze entstanden ist. Und wie ich das, mit was ich das Ganze weiterverarbeiten kann und was da dann halt rauskommt. Also das ist ganz nett auf jeden Fall. Aber schaltet sich erst dann frei, wenn das fertig ist. Ja, das ist auch ein bisschen doof. Er ist ein bisschen doof, aber ist halt so. Dann, ja, diese ganzen Felder hier, das hat übrigens auch so seinen Sinn, warum die hier so stehen. Ich mache das jetzt halt doch mal ganz schnell, wie man halt hier das Ganze züchtet. Einmal kurz so als Erklärung. Also, man nimmt sich dann hier einfach die Crops. Ups. So. Na. Im Prinzip, so züchtet man ja. Und dann ja, guckt genau. Man hier halt per Weiler und sagt dann, alles klar, ich habe jetzt das, was ich will, oder ich habe nicht das, was ich will. Wenn er das erscheint, was ich nicht will, wegschlagen, neu aufbauen. So, und wenn man das Ganze jetzt auf 10, 10, 10 haben will, das ist ja das, was ich gestern bei Klaus gesagt habe, lasst euch dabei Zeit. So stellt man das Ganze dann auf, den zieht in die Mitte und dann einfach, ich habe es jetzt halt so gemacht, ich habe mich hier hingestellt, hab dann einmal das Ganze so ausgemacht, hab mir dann auf dem linken Monitor geguckt, hab dann da irgendwie Soul Eater oder irgend so ein Quatsch geguckt. Und immer wenn da so ein bisschen was gewachsen ist, ja, dann bin ich halt losgelaufen, hab's abgeerntet. Ja, siehst du mal, du guckst Soul Eater und den Zuschauern sagst du, sie sollen unsere Folgen gucken. Hättest ja auch meine Folgen gucken können. Naja. Da bin ich sehr gut davor mit, also da war nichts mehr zu gucken. Ach so, okay. Ja, das glaubst dann du wohl. Ja. Der wieder glaubt so. So, jetzt als nächstes müssen wir uns darum kümmern, dass die Seeds auch hier sprühen. Dazu holen wir uns hier aus dem Ordner, ich meine aus dem Magical Crops Dingen, holen wir uns die Weak Essence. Und jetzt darf der gute Klaus den Botania-Apparat hier mal in Richtung Runik-Altar drehen. Weil ich nehme mal an, du hast diesen ollen Zweig in der Tasche, oder? Ja, natürlich. Ja, ich nämlich nicht. So, Bind Mode. Einmal den hier, einmal den hier. Nee. Da und da. So, passt doch. Gut. Jetzt brauchen wir da einmal, zweimal, dreimal, viermal. Viermal Weak Essence. Eins, zwei, dreimal diesen Kupferkram. Mhm. Und dann brauchen wir einmal Essence Seeds. Und jetzt sollte es eigentlich irgendwelche tollen Effekte geben. Es sei denn, ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Nee, das Rezept ist noch nicht richtig. Was fehlt denn da? Weiß ich noch nicht. Ah, nee, warte mal, da ist ein, ich glaube das... Musst du die Essenz-Seed nicht drauf werfen? Nee. Wie kriege ich das denn runter hier? Musst du wegschlagen, glaube ich. Das komplette Ding. Nee, das kann ich mal doch irgendwie entfernen. Shift, Shift, Rechtsklick, Shift. Jetzt habe ich alles. So, bei mir schwebt es noch. Bei mir nicht. Users. Ich bin mal so mutig. 1, 2, 3, 4. Was ich denn jetzt angeklickt? Essence of Copper. Ich muss es. Oh, da war der Fehler. Oder nicht? Hä? Ja, ich glaube, die Dinger machst du nur vorne im Pedal, oder? Und einen. Okay. Ich hab's. Okay. Ich hab's. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Ah. Und ein. Okay. Also müssen wir warten, bis da die Blitze kommen, ne? Eigentlich er ist schon wieder auch verstellt. Warum ist denn der verstellt? Weiß ich nicht. Ich hab so ein Klickding nicht. Ja. Geht nicht, weil? Kann sein, dass der zu wenig Mana drin hat. Hm. Ah! Jetzt. Ich hab was gehört. Gehört habe ich auch was, aber ich sehe ja da jetzt nur noch nichts. Der Seed wird hergestellt. Ja, du musst den, du musst auf den Runik-Altar nochmal mit dem, wie heißt der, Wand of Forest draufklicken, damit er das Rezept dann auch startet. Also erst sagen, ja, jetzt kommen die Blitze, genau. Und jetzt? Jetzt muss man noch was reinwerfen. Ja, ein Seed, denke ich, oder? Nee. Ja, dann war das, hier Living Rock. Genau, Living Rock. Okay. Ich habe eine, hast du auch. Ja, achso, ja gut, dann, nee, mach du. Nee, muss schon drauf. Den muss man auch werfen, oder? Ja, draufwerfen eigentlich. Doch. Oh. Eigentlich draufwerfen. Ja, läuft. Ich hatte den vorher draufgeworfen, da hat er nichts gemacht. Ja, vielleicht dann doch einen normalen Seed? Kann das sein? Soweit ich weiß, muss das ein Living Rock sein. Ja, wenn du irgendwelche Runen oder sowas herstellen willst. Hol ich mir einen Seed? Was ist denn los? Ja, hol dir doch mal einen Seed. Tschüss, Digga. Läuft. Tschüss, Junge. Boah. Okay, ein Seed. Macht auch nichts. Hä? Warte mal, wir haben doch irgendwo so tolle Bücher, ne? Ja, ich hörte davon. Wo habe ich denn meins wieder hin? Wie sind das hier nochmal? Botanica, Lexica, ne? Ja, Witchcraft habe ich hier nur. Wo habe ich mein Botanica-Buch? Ach, hier, in der Tasche. Okay. Runic Altar? Da steht nur drin, wie man ihn baut, ne? Yep. Hey, hier Mana steht was. Generation Functional Flora. Nee, das sind die nicht. Ich sehe hier die ganzen Runen. Warte mal. Hä? Okay, ich check's nicht. Weil normalerweise musst du nur ein. Jetzt nehme ich mir hier noch eine Runen. Rune. Will man mal einen alles Runen. Kann man den sonst vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Living Rock ist es auch nicht. Weil das NEI gibt ja eigentlich auch nichts weiter her, ne? Ja. Warte mal, ich geh mal kurz in Google. Oha, 142 Rezepte. Aber hier der NEI, das ist ja auch für den Arsch, wenn das NEI denn ja auch nicht richtig anzeigt, was man da dann noch halt braucht. Ich meine, wenn man jetzt nicht genau Bescheid weiß, dann hängst du da jetzt wie wir. Ich meine, wir wissen, dass da jetzt noch was mit draufkommt. Wir wissen jetzt nur halt gerade echt nicht was. Ja. So, wie nennen sich denn die Pflanzen, die wir da herstellen wollen? Iron Seeds. Iron Seeds. Zum Beispiel. Oder beziehungsweise das jetzt ist ein Copper Seed. Ja. Das Moment. Ist ja merkwürdig. Der Iron Seed Botania. Solange die Blitze kommen, ist ja alles richtig, ne? Ja, im Prinzip schon. Okay. Die Vorfahrt auch schon. In der Flamme Runik läuft bei mir gerade. Kataklysm. Loktar Ogar. Oder? Was sagen Sie dazu? Ja, keine Ahnung. Ich auch nicht. Best Flowers, nee. Messing with Mana, nee. Daybloom, nein. Warte, was mit der Mana? First Function Flower, nö. Ja. Hä? Runic Altar, Grows Copper. Also ich finde da jetzt auf die Schnelle nix. Jetzt ja. Normalerweise, also ich habe überall gesehen, die haben da einen Living Rock draufgeschmissen und dann. Ah, okay, nochmal mit dem Wand drauf. Oh, das ist schlecht. Gut, Quest abgeschlossen. Copper Seeds. Sehr schön. Ich würde sagen, was nehmen wir? Weak Essence oder Essence of Copper? Ist eigentlich scheißegal, wir haben gleich von beidem mehr als genug. Na, warte mal, ich nehme mal die Essence of Copper. Ja, nehme ich auch.
nehmen die eigentlich nur, weil die werden wir gleich noch brauchen, weil wir werden jetzt ja die nächsten Seeds auch noch gleich herstellen. Ja. Würde ich sagen, machen wir weiter mit der Iron Seeds, wa? Ja. Iron. So, muss ich mal gerade gucken, was brauchen wir dafür? Also ihr seht schon, Leute, ne? Iron Ore oder auch hier eben gerade bei dem Copper. 8 Stück in so ein Feld ergibt 8 ganze Iron. Das ist richtig krass viel. So, das sind 3 Iron Seeds, 1 Essence of Copper, 4-mal Weak Essence und 1 Essence Seed. So. Ja, da bin ich schon mal gespannt. 1, 2, 3. Einen. Achso, die habe ich schon unten drin. 1, 2, 3, 4. Und einen. Gut. Dann einmal drauf, damit er das macht. Das siehst du ganz, ganz, ganz leicht, wenn du da mit dem Wand drauf guckst, so einen Samen. Oder so, so sieht eigentlich, was grün wird. Ja, ich musste das erstmal hier auswählen, das alte Geschirr hier. Das alte Maurergeschirr. So, habe fertig. Jetzt kommt Stein. Jetzt nee. Achso, doch. Ah, ja, cool. Stein muss sein. Okay. Badumpsch. Stein muss sein. So, ich nehme wieder die Essence of Iron. Ja. Wir können mal nebenbei, das interessiert den Zuschauer vielleicht auch, können mal Seeds analysieren. Dididim. Gross, 1, ja, war klar. 1, 1, 1. Iron Seed, den auch gleich. So, weil wir könnten ja eigentlich, ich weiß nur nicht, auf was die wachsen, aber ich nehme an, die werden auf dem Zeugs wachsen. Steht natürlich jetzt nicht bei. Nein, auf dem wachsen sie nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir Farmland. Auf Farmland wachsen sie auch nicht. Oh, das ist schlecht. Nö, warum? Ah ja, was haben wir sonst noch? Achso, ah. Dieses Tilted Garden Zeugs. Und darauf wachsen sie. Ah, cool. Jetzt könnten wir doch im Prinzip auch mit Bone Meal dran, oder? Nee. Nee? Wahrscheinlich, das ist, gehört zu Magical Crops. Das ist kein Bone Meal, das ist Magical Fertilizer, wovon ich noch mehr als genug habe. Wie man den herstellt, ist ganz einfach. Wow. Ein bisschen Bone Meal, Floral Fertilizer, Mutandis und Essence of Nature ergibt 3 Stück. Also ich habe auf jeden Fall mehr als genug davon auf Tasche. So, okay. Das wären schon mal die Copper-Dinger. Dann können wir das hier mal abreißen. Ich will das alles möglichst dicht beieinander haben. Das einmal weg und dann können wir hier einmal noch die Essence of Iron. Brauchen die eigentlich Wasser? Die Tilt-Gartensäulen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir deswegen da hinten den anderen Kameraden ja schon gebaut. Ja. Der Wasserturm, der wird das Ganze dann später, da werde ich nochmal mit einem Street drüber reden in der Aufnahmepause, dass wir hier eventuell die Felder für die Metalle und so weiter hier hinsetzen. Dann können wir nämlich von da oben per Drain, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Ding heißt, können wir dann hier rüber gehen und können da überall Sprinkleranlagen zwischensetzen. Ja, cool. Dann wachsen die 10-10, wenn die nachher 10-10-10 sind, wachsen die nochmal etwas schneller. Ah, die wachsen so schon schnell. So, wir 10. haben dann noch Zinn. Dreimal Zinn, okay. Einmal Iron. Dreimal Zinn. Oder hast du noch ein Dings vergessen? So ein Iron. Ach nee, ach guck mal hier, da ist schon was gewachsen. Ja, ja, lass sie erstmal ein bisschen spreaden. Ja, ja. Wie heißt das? So, 1, 2, 3, 4, nee, spread. Weil der Gaming on Caffeine, der sagt immer, ja, von wegen, er freut sich und dann von wegen, die Crops, die spreaden. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass das irgendwie so heißt. So, lose geht's. Abgewartet. Ja. Hingeschaut und abgewartet. Aber wir kommen gut vorwärts. Das gefällt ja, mir sehr gut. Auch wenn heute halt alles ohne Marcel ist. Das ist denn leider so. Ja, kann man ja leider nicht ändern. Nee. So und so. Bam. Ja, cool. Ja, Klaus, das darfst du schon mal anpflanzen. Okay, warte, geh mal hier. Ich schmeiß dir auch noch Crops rüber und ich schmeiß dir auch noch den Fertilizer rüber. Weil wir haben noch Essence of Kohle. Was brauchen wir für Kohle? Einmal Charcoal. Hast du noch Charcoal zufällig einstecken? 13 Stück.
Schmeiß mal einen rüber. Brauch nur einen einzigen. Ah, sorry. Ja, sind wir wieder 13. Naja. Zählen also, will gelernt sein. Und davon wieder 4. Jetzt muss ich einmal gerade schauen, was war das noch alles? 3x Essence of Coal. 1, 2, 3. Und einmal das Ding hier. Und dann einmal lose geht's. Ich glaube, dann haben wir auch alle Rezepte soweit oder erstmal alle Pflanzen soweit, die wir brauchen. Achso, ja, da kommt bestimmt noch, da kommt bestimmt noch einiges dazu, oder? Achso, wir müssen noch Ender Seeds machen und Dye Seeds. Ender Seeds schaffen wir noch in meiner Aufnahme. Dye Seeds müssen dann, machen wir dann entweder offscreen oder bei dir oder ich überziehe halt maßlos. Ender Seeds. Dafür brauchen wir irgendwo. Hier haben wir so eine Lootkiste. Da brauchen wir 2 und 2. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, wie waren das nochmal? Wie kriegen wir die denn nochmal Mana infused? Wahrscheinlich nur in den Mana-Table da werfen, ne? Die was? Enderperlen? Ja, genau. Ja, ja, einfach noch reinwerfen. So, davon brauchen wir 2 Stück. Einmal. Ich mach hier schon mal nochmal 2 Felder fertig. Ja, das ist gut. Mana Pell Uses. Da haben wir es. 4x Weak Essence und Essence Seeds. Essence Seeds habe ich noch. Ja, fantastisch. Können wir das auch noch herstellen? So. Ja, läuft. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1. Bam! Digga, boom! Ja. Also diese Geräusche sind geil. Ja, auf jeden Fall. Es hat was. Ja. Nur wahrscheinlich ist meine Musik wieder viel zu laut eingestellt. Hm. Weil mein Problem ist nämlich, ich habe vergessen, erstmal die Folge hat es bei mir hinter sich, aber ich glaube, ich habe die, ja, ich habe die Mastervolumen runtergedreht, kürzlich. Weil ich halt nebenbei Soul Eater geguckt habe. Und so. Musik am Laufen. Eieiei. Ei, ei. Ja, ja, natürlich, natürlich. So, jetzt den darauf werfen. Bam! Fertig ist. So, das Ganze spielen wir ja gleich offscreen noch einmal durch mit Dye Seeds. Gucken wir einmal, wie die funktionieren. Ja. Dye Seeds. Das geht dann einmal mit Schwarz, mit Rot, mit Grün, mit Braun, mit Blau, mit Grau. Im Prinzip mit allen Farben. 2 Weak Essenzen, einem Essence Seed. Und dann haben wir die Dye Seeds. Und kannst dann kannst du da die normalen Petals nehmen oder brauchst du schon die Farbe? Du brauchst Floral. Ja. So, das hier können wir Cold Seeds. Achso, Cold. Hä? So, hast du die Cold Seeds aufgesammelt? Nee. Ja, ich habe sie aufgesammelt, aber ich kann den Achso, Pick One. Pick One, deswegen. Ich nehme mal hier die Essence of Ender bei der anderen. So, Essence ja, Tin, Essence können wir of auch Coal. Schon fast den regularen Dingens machen. So, bevor die Folge um ist, zeige ich euch noch schnell was ich geschaffen habe. Ich habe gerade gesehen, bei Nummer 3 haben sich die Runen geöffnet. Runen und Terra Steel. Ah, geil. Ach du Schande. Ich habe hier bei Nummer 5 What the World Enable. Da haben wir jetzt ein bisschen was dazu bekommen. Ich habe hier Deep Breath. Ich habe hier so eine Pearl Oyster geholt. Kriegen wir nochmal 7 Stück dazu. Und wir haben hier halt jetzt so ein bisschen neues Zeugs dazu gekriegt, was wir jetzt an Quests machen können. Hier haben wir halt auch noch ein bisschen was dazu bekommen. Eben dadurch, dass wir die ganzen Metalle jetzt eben haben. Hier ist nichts Neues dazu gekommen. Hier auch nicht. Also die Quests, die sollten eigentlich enabled sein. How the World Change und The World Feels. Weil das sollten, glaube ich, die Quests sein für AE2. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Okay. So, egal, die Folge hat es hinter sich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim Klaus. Morgen, um genau zu sein. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut rein und tschüss. Tschüss.